Ich freue mich natürlich riesig, wieder zum Rundfunksinfonieorchester zurückzukommen, meinem alten Orchester. Und uns verbindet ja schon eine lange Geschichte. Ich hatte in meinem früheren Leben sozusagen ja auch als Solocellist dort gedient und habe dann auch die Chance gehabt, ganz oft mit dem Orchester als Solist zu spielen. Unter Herrn Janowski, Dvorak, Britten, quasi das gesamte Repertoire rauf und runter. Und jetzt freue ich mich natürlich besonders, die Sinfonia Concertante von Prokofjew spielen zu können. Ein unglaublich schweres und komplexes Stück. Mein geschätzter und geliebter Lehrer, Mstislav Rostropowitsch, hat es mal als ein Monster bezeichnet. Und es ist wirklich alles drin, was das Herz begehrt als Cellist. Tolle Kantilen, aber auch richtig schwere, virtuose Stellen, also wo man richtig zupacken kann. Also es geht bis in die höchsten Lagen. Das Stück endet auch ganz oben im ewigen Eis sozusagen, im Kolophonium. Für uns Cellisten ein Traum, dieses Stück zu spielen. Es ist eine Sprache, die sehr ausdrucksreich, sehr, sehr melodiös ist. Und dazu hat sie eine unglaubliche Bandbreite von Charme, Witz, Leidenschaft, Passion, Wildheit. Also es ist alles drin, alle Paletten menschlicher Emotionen. Man kann sich verwöhnen lassen von den wunderbaren Melodien, aber wenn man genauer zuhören will, wird man diese wunderbare Kammermusik erleben, das Zusammenspiel des solistischen Cellos mit den einzelnen Instrumenten im Orchester, mit der Flöte, mit Fagott, Tuba und es sind so viele fantastische Instrumentierungselemente drin, dass man, wenn man ein bisschen ein offenes Ohr für die Farben in einem Orchester hat, wirklich auf seine Kosten kommen wird. Das ist ein brillant geschriebenes Werk mit ganz vielen, gerade im dritten Satz, unterschiedlichen Charakteren, die eben durch die ganzen Instrumente wandeln. Und das ist wirklich ein Feuerwerk der Instrumentierkunst.